Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir sind immer noch in der Schweiz und stehen jetzt wo? Am Urnersee. Und die Aussicht, die ist einfach so gigantisch. Wir sind unterwegs Richtung Gotthardpass, haben hier anhalten müssen und ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ist das nicht fantastisch? Absoluter Hammer, kommt gerade aus dem Tunnel raus und haben dann so einen Ausblick. Wo gibt's denn sowas? Absolut Weltklasse in meinen Augen. Und sowas sieht man nur in der Schweiz. Ich finde es total geil. Und ja, das war jetzt etwas unerwartet. Wow, absolut Hammer. Richtig Hammer. Ich sag nur, was für eine geile Aussicht. Also die Schweiz wird immer besser. Immer besser, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Ich musste mal anhalten auf dieser geilen Straße, weil diesen Anblick wollte ich mir definitiv nicht entgehen lassen. Sowas sieht man nämlich nicht oft und ich schwenk für euch mal die Kamera. Das nennt man doch mal ein geiles Naturschauspiel, oder? Wahnsinn! Oh, und die Gegend ist der Hammer. Und das ist jetzt mal die andere Seite. Es ist sehr windig hier, deswegen spreche ich gerade ein bisschen lauter. Natur pur. So, ich würde sagen, einsteigen, weiter geht's. Wir sind jetzt am höchsten Punkt von dem Pass, aber wir fahren da weiter runter, denn wir haben da einen richtig coolen Spot entdeckt. Jetzt fahren wir abseits der Strecke. So, ich muss mich noch anschnallen, Entschuldigung, das habe ich jetzt vor lauter Eifer vergessen. Tina ist schon vorgelaufen und hat gespitzt, ob man da gut stehen kann. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen die Zusatzluftfederung nach oben und wir sehen hier links geht es einen richtig steilen Berg hoch. Und jupp, ich habe kein Van, ich habe kein Allrad. Scheiß drauf, es wird schon funktionieren. Und so, jetzt wird es richtig geil. Jetzt kommen das erste Mal so richtig meine All-Terrain-Reifen zum Einsatz. Eieieiei, da müssen wir ein bisschen ausholen. Und dann wird es jetzt ein bisschen richtig krass. So, einmal. Zweimal. Hinten sind wir oben. Und jetzt geht's den Berg hoch. Jetzt, meine Damen und Herren, geht's richtig Offroad. Hoffen wir mal, dass wir nicht hängen bleiben. Schön langsam fahren. Wer braucht denn schon einen Van? Das kriegt man definitiv so auch hin. Und All-Terrain schlagen sich gut. Also die Loader AT1 sind der Hammer, muss ich echt sagen. So, es geht immer weiter und hier geht's runter. Das ist schon ein bisschen heftig. Meint die jetzt wirklich, dass ich hier runterfahre? Sie hat gesagt, wenn du meinst, du fährst da nicht runter, dann fährst du runter. Gut, ich vertraue meiner Frau und fahre da jetzt einfach mal hier runter. Heide Witzka. Leute, ich sag euch, das ist mal so krank. So krank ist das. Eieieiei. Also, da kriege ich so ein bisschen gerade die Krise. Also da muss man auch schon aufpassen hier, weil ich habe ein Wohnmobil und das ist nicht gerade hoch. Und wir machen hinten noch mal ein bisschen hoch. So, das passt alles, das funktioniert. Wilma kann Offroad und weiter geht's. Ich habe die Kamera mal ein bisschen geschwenkt, dass ihr mal den Untergrund seht, den ich hier habe. Und jetzt geht es gleich den Berg hoch. Da brauchen wir jetzt mal ein bisschen Schwung, um hier hochzukommen. Und um da reinzufahren. So, geschafft. Kommt mal mit, ich zeige euch mal meinen geilen Ausblick. Gehen wir mal raus. Da lassen wir die Trittstufe runter.
Leute, ist das nicht ein geiler Ausblick? Freier kann man doch gar nicht stehen. Boah, ist das geil. Mitten in den Bergen. Diese Straße hier, die sind wir gefahren. So richtig Offroad. Und die fahren wir auch wieder zurück morgen. Und das ist unsere Aussicht. Wir stehen jetzt autark und zum autark stehen, was braucht man da? Natürlich Strom. Strom braucht man immer. Und deswegen kommt jetzt eine ganz, ganz kurze Werbung. Wir haben nämlich von Watt schon den neuen Sandfolder mit 340 Watt bekommen, die schöne Solartasche. Und die bauen wir mal auf. Und dann schauen wir mal, was an Leistung reinkommt. So, ich habe doch jetzt mal den Sandfolder mit 340 Watt aufgebaut, gegen die Sonne da oben gerichtet. Und dann wollen wir dann mal gucken, was jetzt reinkommt. Dazu muss ich meine schlaue App nehmen. Ergebnis schwankt so zwischen 200 und 211 Watt. Manchmal geht es ein bisschen runter. Liegt aber darin, die Sonne ist gerade so ein bisschen oben in der Wolke drin. Aber es ist schon recht ordentlich. Und warten wir mal, bis die Sonne rauskommt. Da seht ihr das Ganze. Ich hoffe, man kann sehen. Ja, absolut geil. Und auch High Voltage Spannung kommt 37,85 Volt an. Vom Packmaß muss ich sagen, absolut top. Ich habe den Sandfolder 200 und der ist jetzt vom Packmaß genauso groß. Ein bisschen dicker, ja, weil es sind ja jetzt auch drei Taschen mehr, kann man sagen. Ja, aber so habe ich natürlich viel, viel mehr Sonnenertrag und kann jetzt auch, so wie jetzt hier, die Klimaanlage bei 28 Grad definitiv nutzen. Ja, mit dem Solar auf dem Dach in der Verbindung ist das jetzt absolut ein Autarkmonster, unser Wohnmobil. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr keinen Solar auf dem Dach habt oder aber auch wenn ihr Solar auf dem Dach habt, ja, ihr seid mit einer Solartasche viel, viel flexibler, weil ihr dann auch mit der Sonne wandern könnt und habt dann auch immer im Endeffekt die beste Ausbeute. Und ich kann das Solarpanel einfach nur empfehlen von Wattstunde. Und wenn ihr das haben wollt, unten in der Videobeschreibung sind die Links dazu. Und ich sage jetzt schon mal danke fürs Werbung schauen und ja, weiter geht's mit einer wunderbaren Aussicht auf diesen tollen See hier unten, leicht windig. Und so einsam waren wir, glaube ich, noch nie gestanden. Denn jeder, der hier zu uns möchte, muss hier durchfahren. Und das ist schon sportlich. Hui, hast du jemals mit so einem schönen Ausblick, jetzt außerhalb natürlich von den Malediven, gefrühstückt oder zu Mittag gegessen? Ja, die Malediven sind natürlich damit nicht zu vergleichen. Heieiei, ist das schön. Guckt mal. Da steht Wilma ganz einsam und frei. Fantastisch. So, hier holen wir meine Frau ab, die ganz oben auf dem Berg war, ohne mich. Gott sei Dank. Ich habe in der Zeit mal schön alle Akkus geladen, inklusive meinem. Aber jetzt holen wir sie ab und die Hunde bewegen sich auch mal ein bisschen. Oh, sie hat einfach nicht genug. Sie muss einfach durch die Pampa laufen. Morgen, da keucht sie. Morgen keucht sie bestimmt. Ich kann nicht mehr, ich habe so Muskelkater. Mal gucken. Jupp. So, überall gibt es hier einen Bach. Und die Hunde haben die Frau gesehen und da rennen sie nun los. Also die Natur hier, die ist schon richtig geil. So, das ist der See. Aber wir stehen viel weiter oben, da kann man auch stehen. Und zwar relativ gerade. Das wäre dann da oben. Und wir stehen aber ganz da oben. Selbst unsere Sky hat hier Spaß.
Er nicht. Er ist so da ein bisschen der Wasserscheue. Aber ihr ist es egal. Hauptsache Wasser. Hauptsache kalte Füße. So, jetzt geht es mal querfeld ein. Da ist ein Bach. Ach, da müssen wir einmal rüber. Ups. So, die Hunde sind auch schon oben. Die haben auch mega Spaß. Also meine Frau hat ja den ganzen Berg hier im Runde so. Mir reicht es einmal da runter und einmal hoch. Ein kleiner Spaziergang für die Menschheit. Ein großer Spaziergang für Olli. Wir sind da. Was ist denn das für ein Geräusch in den Bergen? Guck mal, meine Frau föhnt sich gerade die Haare. Und das mit so einer Aussicht. Man kann sich schlechter föhnen, ne? Ich wollte gerade sagen, wie sagt denn Dirk immer, ne? Ja. Ja, es zieht sich ein bisschen zu jetzt. Aber es ist halt so, es wird dunkel, die Wolken kommen. Solange es trocken bleibt, Kleidung hammerwarme. Und ja, wir bleiben hier heute Nacht. Richtig cooler Spot. Und ich finde es richtig der Hammer. Und ich gehe mal mit euch mal auf die andere Seite, während die sich nämlich da hinten dran nämlich föhnt. Das Ganze sieht doch so verdächtig nach Regen aus. Wird doch schon ein bisschen dunkel. Auch die Wolken sind richtig dick. Ja, da hinten stehen wir. Da hätte ich mich hinstellen wollen. Da ist auch noch gerade. Aber da, wo wir sind, richtig cool. Ach, meine Maus ist immer noch am Föhnen. Sieht das lustig aus. Sitzt da in der Heckgarage drin. Aber die Hoa. Ja, so langsam wird es dann dunkel. Und ich bin mir sicher, wir hatten ja heute Nacht, also von gestern auf heute, eine richtig ruhige Nacht auf einem Bauernhof. Ich bin mir sicher, dass es hier noch einen richtigen Tacken leiser wird. Ja, nur der Wind, den man wahrscheinlich hört. Und oh ja, da könnte man sich dran gewöhnen, wirklich. Das ist so toll. Ich finde es geil. Ich habe meiner Frau was ganz Leckeres gekocht. Es gibt hausgemachte 5-Minuten-Terrine. Ich habe keinen Bock gehabt zu grillen. Reicht aber, ne? Mitte Juli. Draußen haben wir 12 Grad. Mitten in den Bergen. Ich glaube, es ist kälter. Ja, ich habe einen Pulli an. Ja. Ich habe einen Pulli und eine Weste an. Ich hatte auch eine Jacke eben an. Also es war wirklich arschkalt. Aber so geil haben wir noch nie gestanden, oder? Nee. Da fand ich selbst in Omaha Beach, wo wir waren. Das ist ja auch was anderes. Ja. Also hier in den Bergen zu stehen, das ist echt einfach total fantastisch. Wenn man mal ganz kurz die Tür noch aufmacht, dann seht ihr mal den ganzen Nebel, der da jetzt kommt. Wir machen wieder zu. Jo, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal heute unsere Videosession und wir sehen uns, denke ich, morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Kurz vor 8, die Sonne lacht, der Berg da ruft. Und ich sitze jetzt hier draußen, weil hier draußen ist wärmer als drinnen, muss ich sagen. Wir haben heute Morgen erst drin gefrühstückt, weil hier draußen war es wirklich auf dem Berg sehr kühl. Aber jetzt, wo die Sonne draußen ist, einfach nur total schön. Und wir stehen total alleine. Guckt mal, da ist keiner weit und breit. Auch hier nicht. Alles leer. Da unten, da stehen sie. Und wir werden heute dann auf den Furka-Pass fahren. Also ein zweites, glaube ich, 20 Kilometer oder sowas. Und mal schauen, wie der so ist. Wie gesagt, ich habe eine Zusatzluftfederung hinten drauf und die kann ich einem nur empfehlen, hinten hoch zu pumpen, weil dann hängt der Überbau auch irgendwie nicht. Und ja. Aber es funktioniert. Und auch nochmal der Hinweis, All-Terrain sind wichtig bei sowas. Ihr schlitzt euch den normalen Reifen sonst auf und wenn es nass ist, kommt er hier gar nicht mehr raus. Ja, das haben wir hier jetzt auf alle Fälle nicht. Und jetzt wird es hier auch noch hochgehen. So, dolle. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir unten auf der Straße. Ich kann da gleich wieder die Drohne reinholen. Und dann fahren wir doch weiter Richtung Furka-Pass. It's hard to stay real in a world full of fake. It's
Es soll wohl zum Gletscher gehen hier, aber ich sehe ihn noch nicht. Ja, über Stock und Stein, so muss das sein. Reimt sich sogar. Juhu! So, verdientes Mittagessen. Auf 2800 Meter Höhe circa. Da unten ist der Pass. Ein Pass geht in den nächsten, habe ich gelernt hier. Und hier geht es gleich rüber zum Gletscher, denke ich mal. So, da kommt sie. Jetzt muss sie ein bisschen bergsteigen. Aber der Ausblick, der hat sich gelohnt. Schaut mal, das Tal. Da vorne haben wir Wasser. Gehen wir gleich näher hin. Oh, wie schön. So, liebe Zuschauer, wir haben es geschafft. Tina und ich sind jetzt oben. Und zwar, ich zeige euch mal die Aussicht am Rhöngletscher. Circa 2600 Meter hoch. Und das hat sich mal voll gelohnt. Und ihr werdet gleich jetzt noch meine Drohnenaufnahmen sehen. Also die sind hier einfach wow, umwerfend. Dieses ganze Naturschauspiel hier ist einfach sensationell. Und ich muss meiner Frau recht geben, beim Wandern sieht man doch ganz schön viel Schönes, ne? Bergsteigen. Machen wir jetzt. Wir kommen von ganz oben und laufen hier runter und hoffen wir mal nicht zu fallen, denn wir wollen an die Wasserfälle. Die sind da drüben und da geht es noch ganz schön runter. Keine Ahnung, wo wir da landen. So, jetzt sind ein paar Höhenmeter, Leute. Ich würde sagen 800 Meter. Locker. Ui. Wir sind unten am Erdboden. Gott sei Dank war das ein Abstieg. Leute, ich habe Panik gehabt, Höhenangst. Und da ging es senkrecht runter. Eine Panikattacke. Ja, ich hatte eine Panikattacke. Ja, es ging ja auch runter ohne Ende. Ich bin einfach weitergegangen, ja. Als von alleine. Ja, aber sie überschätzt sich immer. Irgendwann passiert was. Ich sehe das schon kommen. Warum habe ich mich überschätzt? Ich bin heil am Boden angekommen. Ich habe euch drei hinter mir hergezogen. Also ja. Wir waren nicht alleine. Wir waren zu viert. Ihr seid mir alle schön brav gefolgt. Ihr werdet mir auch in den Abgrund gefolgt. Ja, auf alle Fälle. Jetzt haben wir... Oh, war das ein Wassertropfen oder schwitze ich? Nee, es regnet. Och, nö, oder? Auf alle Fälle sind wir jetzt am Rhone-Gletscher und haben jetzt halt mal 18 Euro Eintritt bezahlt. Für zwei Personen geht noch. Da können wir so ein bisschen am Gletscher entlang laufen und können aber auch dann in diesen Gletscher, wie nennt sich das? Was ist das? Diesen Durchgang? Eine Eisgrotte. Eine Eisgrotte, genau, da können wir dann auch noch reingehen. Und es ist schon traurig, wenn man sieht, dass ein Gletscher stirbt, weil den Gletscher wird es nicht für immer geben. So sieht dann der Rhonesee aus, also der See vom Gletscher. Und da hinten ist alles abgedeckt mit Tüchern. Da ist auch die Eisgrotte, da gehen wir mal ganz kurz rein. Ja, warum die Tücher? Der Gletscher schmilzt und so will man verhindern, dass das noch schneller geht. Ja, es gewittert gerade, also alles gerade ein bisschen doof. So, es gewittert und wir gehen jetzt so ein bisschen eine Gletschertour machen. Eisgrottenmäßig. Da ist es bestimmt trocken. Yep. Und es wird kalt. Leute, es wird kalt. Sonnenbrille braucht man nicht mehr. So sieht ein Gletscher aus. Scheiße, und das Ding ist am Tropfen. Guck mal, wie der schmilzt. Das ist schon heftig. Aber trotzdem kein Grund, um sich auf die Straße zu kleben. So. Wir sind ganz alleine.
Ist interessant, ne? Ist das kalt. Geil, oder? Aber es ist arschkalt, wenn die Tropfen kommen. Ich habe das Gefühl, wir müssen den Weg wieder zurück, weil uns gab Leute entgegen. Ja. Okay. Logbucheintrag beim Wandern. Es regnet. Und was hat man beim Wandern dabei? Eben mal Regenjacken. Wir nicht. Gesondert geschieden. Und jetzt sitzt man gletscherfest. Und nicht nur wir. Jede Menge andere Leute auch. Ja, und so langsam füllt sich das Wasser. Da oben. Es gewittert. Es donnert. Und wir werden nass. Ja, ja. Wir sind hier nicht im Trockenen. Also unsere Schäfchen sind nicht im Trockenen. Die auch nicht. Wir sind nass. Voll erwischt, voll im Unwetter. Aber, mal ganz kurz, vielleicht verlasse ich mal meinen Platz. Guck mal, da wollt ihr nicht rausgehen. Nee, da will keiner raus. So, und es regnet wieder. Köppele rausstrecke, Köppele reinstrecke, Köppele nass. Und es regnet. Meine Frau sagt, wir müssen mit mir kaputt. Hab ich, nur die falsche. Und jetzt kommt mal die Sonnenbrille runter. Juhu, Leute. Und meine Wanderhose, haben die gesagt, wasserdicht, ein Scheiß ist die nicht wasserdicht. Patschnass ist die. So, ihr habt es mitbekommen, wir haben ja so ein bisschen Unwetter, es stürmt hier ohne Ende. Ist gerade mal wieder so ein bisschen windstill, man sieht noch so ein bisschen unsere Aussicht. Wir wollten eigentlich heute Nacht hier schlafen, aber heute Nacht soll es noch mal ein richtiges Unwetter geben. Ja, und die Fahrzeuge hier, ihr hört den Wind gerade, die sind schon teilweise am Flüchten. Ja, wir werden wahrscheinlich auch die Heimfahrt antreten, also besser gesagt die Talfahrt, weil auf dem Unwetter oben auf 2400 Meter habe ich echt gesagt, also ehrlich gesagt, keine Lust und keinen Bock. Ja, deswegen würde ich sagen, pack mal das Fahrzeug und verschwinden von hier. Wie gesagt, wir werden jetzt einfach mal packen, keine Ahnung, wohin wir jetzt fahren, aber wir werden jetzt hier weggehen. Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es getan habt. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir sagen jetzt... Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.